Vize-Olympiasieger, Europameister, Weltmeister. Unter Helm und feuerfester Maske steckt kein Geringerer als der ehemalige Weltklasse-Kreisläufer Christian Blackie Schwarzer. Mit über 300 Länderspielen für Deutschland hat er im Handballsport alles erreicht. Nun gibt er auf der Rennstrecke der Motorsportarena Oschersleben mächtig Gas. Am Steuer der Rennversion des Scirocco R, der dank innovativem Bio-Erdgasantrieb 80% weniger CO2 ausstößt, bei 100%igem Motorsport-Feeling. Das ist unsere Zukunft. Ja? Sauberes Autofahren, soweit als möglich. Und das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen, sowas auch in einer Rennserie einzusetzen. Deshalb glaube ich, dass man da von VW aus auch auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Um Platzierungen, Punkte oder Rundenrekorde fährt Christian Schwarzer dabei nicht. Auf Einladung von VW Motorsport hat er in Oschersleben ein Fahrradtraining absolviert, um das Potenzial des grünen Kraftstoffs kennenzulernen und Rennfeeling am eigenen Leib zu erleben. Für Christian Schwarzer stand dabei aber nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern ein klares ökologisches Bekenntnis. Ich habe auch einen Sohn, der 12 Jahre alt ist, und ich könnte mir da eigentlich nur wünschen, dass jeder irgendwo ein kleines Stück beiträgt zum Thema Umweltschutz. Und das kann man eben mit solchen Erdgasautos machen. Premiere hat der Volkswagen Scirocco R-Cup im vergangenen Jahr als Partnerserie der populären deutschen Tourenwagenmeisterschaft gefeiert. An 7 Wochenenden pro Saison gehen Rennsportlegenden und talentierte Nachwuchsfahrer in der umweltschonendsten Markenpokalserie der Welt an den Start. Wir möchten einfach zeigen, dass man alternativen Kraftstoffen auch Motorsport auf höchstem und professionellem Niveau betreiben kann und dass man dort auch schnelle Fahrzeuge einsetzen kann. Motorsport mit hervorragender Klimabilanz ist also möglich, mit allem, was dazugehört. Dieses Feeling von Geschwindigkeit, aber auch diese Geschwindigkeit wieder runterzubremsen in kurzmöglicher Zeit, ist schon sehr faszinierend. Dann dieses Kurvenfahren, das Beschleunigen aus einer Kurve heraus. Ich glaube, das ist schon in jedem Mann, der gerne Auto fährt, ist das ein Feeling, was ganz besonders ist. Trotz einiger schneller Runden und echtem Rennfeeling, eine zweite sportliche Weltkarriere am Steuer eines Bio-Erdgas-Boliden kommt für Blackie Schwarzer nicht in Frage. Ich habe ein Handballer-Gen in mir, das Rennfahrer-Gen ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Insofern sehe ich da meine Grenze irgendwo in dem, was ich im Moment mache. Umweltschutz und Motorsport sind keine Gegensätze mehr. Dank Volkswagen und dem leistungsstarken Bio-Erdgasantrieb.